Die Alpen. Von Slowenien bis Frankreich. Eine Entdeckungsreise durch die Welt der Berge. Der Chiemgau von oben. Ein Bayern wie auf Postkarten. Fliegenfischer gehen am Oberlauf der Isar ihrer Passion nach. Seit fast 500 Jahren wird in Berchtesgaden Salz abgebaut. Kirchenmaler bewahren die Schönheit der unzähligen Barockkirchen. Der Chiemgau, der südliche Zipfel Bayerns, grenzt an das Salzburger Land. Die Reise beginnt am Untersberg, führt über den Chiemsee und endet im Isartal bei Lengries. Im äußersten Südosten Deutschlands liegt der einzige Alpennationalpark des Landes. Und inmitten des Nationalparks Berchtesgaden auch der sagenumwobene Watzmann. Der Legende nach ist er der zu Stein verwandelte König Wasemann, der so für seine Gräueltaten an Mensch und Tier gestraft wurde. Wie ein Fjord erstreckt sich der Königssee über 8 Kilometer zwischen den Bergen des Nationalparks. Seine Entstehung verdankt er eiszeitlichen Gletschern. Mit über 1000 Meter dickem Eis formten sie vor rund 10.000 Jahren sein Becken. Nur wenige Kilometer Luftlinie trennen den Königssee von einem markanten Gebirgsstock, dem Untersberg. Er erstreckt sich sowohl auf bayerischem als auch auf österreichischem Gebiet. (1961) wurde die Untersbergseilbahn in Betrieb genommen. In ihrer unmittelbaren Nähe befindet sich das Bergrestaurant Hochalm. Der höchste Punkt liegt bei nur knapp 2000 Metern und ist dennoch eine Herausforderung für Alpinisten. Die mehrfache Weltmeisterin im Eisklettern, Ines Papert, begeht als erste überhaupt die schwierigste Route an der Südwand am Hochthron im Untersbergmassiv. Rund 300 Meter ist die Wand an dieser Stelle hoch. Der Schwierigkeitsgrad beträgt 10 auf einer Skala, die bis 11 reicht. Am Berg finde ich die Ruhe und die totale Freiheit, allein auch die Ausgesetztheit, die Position, die Erhabenheit, irgendwo oben zu sein, den Blick in die Ferne zu haben, das gibt mir ganz viel Energie und Kraft. Die Begeisterung für die Berge hat die gelernte Physiotherapeutin erst im Alter von 23 Jahren in ihrer Wahlheimat Bayern entdeckt. Beim Bouldern, dem Klettern ohne Seil und Gurt, bereitet sich Ines Papert bereits im Sommer auf ihre große Leidenschaft vor: das Eisklettern. Also ich glaube, dass mich die harte Umgebung am Berg, der raue Umgang mit der Natur, die Kälte und all die vielen Unannehmlichkeiten, die ja am Ende nicht unangenehm sind, wenn man es geschafft hat, die haben mich schon ein bisschen robust gemacht in meiner Einstellung. Ich habe die Erfahrung gemacht, mit normalen Problemen im Alltag kann ich relativ leicht umgehen, weil ich mir dann immer wieder die Frage stelle, was würde ich jetzt am Berg machen? Und dann kommt mir jede schwierige und gefährliche Situation am Berg viel, viel dramatischer vor. Eine Lektion, die Ines Papert an ihren Sohn weitergibt.
Ich möchte meinem Kind eigentlich mitgeben, dass egal was es ist, solange man sich draußen in der Natur bewegt, solange man unterwegs ist, ist man einfach ein glücklicher Mensch. Man entwickelt Achtung vor der Natur, auch man lernt Gefahren einzuschätzen, man lebt ein viel zufriedeneres, glücklicheres Leben, als wenn man immer in der Bude hockt. Bei Kälte und Schnee fühlt sich Ines Papert am wohlsten. Im Eisklettern hat sie Großes erreicht. Dreimal gewann sie den ersten Platz im Gesamtweltcup in dieser Disziplin. Vor 5 Jahren hat sie sich aus dem Wettkampfgeschehen verabschiedet. Im Winter gehören Expeditionen in Eis und Schnee zu ihrem Leben. Also die Vergänglichkeit vom Eis, die finde ich total spannend. Man muss das Eis beobachten, kennenlernen, fühlen lernen. Und die Farbe sagt mir auch viel über den Zustand vom Eis, ob es sich klettern lässt, wie hoch die Spannung ist und wie hoch das Risiko auch ist, in das ich mich begebe. An einer Eiswand gibt es weder feste Routen noch Klettersteige. Die Klippen und Schluchten sehen jeden Winter anders aus. Je nachdem, wie Bäche und Wasserfälle zufrieren. Ines Papert muss Umwege in Kauf nehmen, um zum Gipfel zu gelangen. Frauen sind in der Kletterszene nach wie vor in der Minderheit. Man wird als Mädchen ganz anders erzogen. Ja? Also Jungs müssen immer ein bisschen aufpassen auf die Mädchen und Mädchen dürfen nicht zu hoch auf den Baum klettern. Und im Endeffekt spiegelt sich das aufs Klettern wieder. Yeah. Aber trotzdem gibt es natürlich viele starke Frauen auch inzwischen. Und man erkennt den Unterschied ganz klar daran, dass Frauen vorausschauender unterwegs sind, ihre Technik mehr zum Einsatz bringen müssen, weil wir einfach die maximale Kraft nicht haben, die die Männer haben. Eisklettern ist in den Bayerischen Alpen nur wenige Wochen möglich. Daher nutzt Ines Papert jede Gelegenheit. Vom Untersberg führt die Reise weiter in die Region unterhalb des Watzmann-Massivs. Auf dem Weg nach Berchtesgaden liegt der Obersalzberg. Hier verbrachten Hitler und seine Gefolgsleute bevorzugt ihre Ferien. So wurde der Ort neben Berlin zu einer Schaltstelle des Dritten Reiches. Bis auf das Kehlsteinhaus wurden sämtliche Gebäude durch die Bomben der Alliierten zerstört. Das Kehlsteinhaus, einst Hitlers Teehaus genannt, wird heute als Berggasthof geführt. Vorbei am Watzmann geht es nach Berchtesgaden. Das Marktstädtchen am Fuße des Watzmann ist das Eingangstor zum Nationalpark. Diese Gebäude zeugen noch heute von der ersten Blütezeit der Stadt. Die reichen Salzvorkommen bescherten der ganzen Region im Mittelalter Wohlstand, nachdem Kaiser Friedrich Barbarossa dem Ort die Schürfrechte für Salz gewährt hatte.
Der Salzabbau prägt seit fast 500 Jahren den Ort. Für 40 Kumpel aus der Region bietet das Bergwerk Berchtesgaden einen sicheren und begehrten Arbeitsplatz. Einen davon hat Andreas Neumeier. Er ist Bergmann in der vierten Generation. Unter Tage erwartet ihn ein 30 Kilometer langes Streckennetz aus Stollen, Schächten und Abbaukammern. Berg ist für mich Heimat und Leben zugleich. Und Arbeitsplatz natürlich auch. Also man kann hier bei uns im Bergwerk nicht nur arbeiten. Bei uns muss man den Berg wirklich leben. Ja, für mich war das eigentlich immer so ein Wunschberuf. Bergmann wie andere Feuerwehrmann werden möchte, wollte ich eigentlich schon immer Bergmann werden. Voraussetzung für die Lehre im Bergwerk ist ein Handwerksberuf. Andreas lernte zunächst Zimmermann. Nach 2 Jahren Lehrzeit ist er jetzt Hauer. Das bedeutet so viel wie Bergmann. Die Stollen liegen bis zu 200 Meter tief und sind durch Schächte miteinander verbunden. Oft sind die Bergmänner alleine unterwegs. Elektrisches Licht gibt es nur an Knotenpunkten. Ja, als erstes, wo ich reingekommen bin, bin mir vorgekommen, wie so ein Labyrinth. Der Berg riesengroß und ich ganz klar. Und zurechtfinden da muss ich einfach, natürlich, da man die ersten 2 Jahre eigentlich nie allein unterwegs ist, sondern auch mit einem älteren Kameraden. Man muss sich halt viel selber merken. Und irgendwann kommt man schon drei, da man sich auskennt. Das Salz wird aus dem Stein gewaschen. Es müssen immer wieder Hohlräume geschaffen werden, in die Süßwasser geleitet wird. Es löst das Salz aus dem Gestein und wird zur Sohle. Andreas und sein Kumpel bereiten eine Sprengung für einen Hohlraum vor. Mit den Rutschen wurde einst Abraummaterial gefördert. Heute werden sie benutzt, um schnell von einem Stollen in den nächsten zu gelangen. Andreas ist jetzt eine Dreiviertelstunde Fußweg vom Ausgang entfernt. Ja, den Respekt darf man unter Tage nie verlieren. Ich weiß, von früher der Opa hat immer gesagt, wenn man unter Tage alleine unterwegs ist, darf man sich nicht umdrehen, weil da kriegt man Angst. Das stimmt schon ein bisschen, weil wenn man alleine irgendwo geht, ab und zu hört man da mal Geräusche, ab und zu ist dann schon auch ein bisschen mulmig. Unter Tage sind alle gleich. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Und so ist der Vater von Andreas, sein Vorarbeiter, in der Pause einfach auch nur ein Kumpel. Ja, ich bin auf alle Fälle stolz, ein Bergmann zu sein. Erstens, weil ich unsere Familientradition weiterführen kann als Bergmann, sage ich, und weil in Bayern die Bergleute immer weniger werden. Und darauf bin ich stolz, da ich noch einer von wenigen bin, der den Beruf ausüben darf. Derzeit werden nur alle 2 Jahre Lehrlinge ausgebildet. Denn das Salzvorkommen in Berchtesgaden reicht noch für gerade einmal 100 Jahre. Von Berchtesgaden aus geht es in die Chiemgauer Berge. Auf dem Weg eine weitere Salinenstadt, Bad Reichenhall. Hierher wird die Sohle aus dem Bergwerk Berchtesgaden geleitet und zu Salz weiterverarbeitet. Die alte Saline wurde 1834 unter König Ludwig I. errichtet. Sie ist ein Industriedenkmal und dient heute als Museum. Seinen Rang als Kurstadt verdankt Bad Reichenhall
den Sohlequellen, die in 500 Metern Tiefe liegen. Sie speisen 4 Heilbäder im Stadtgebiet. Ab dem 15. Jahrhundert begann man, die Sohlequellen vor der Vermischung mit Süßwasser zu schützen und leitete das Süßwasser in den Grabenbach. Er führt das Wasser aus der Stadt hinaus in die Saalach. Auf den Bad Reichenhaller Hausberg führt die über 80 Jahre alte Predigtstuhlbahn, die älteste deutsche Kabinenseilbahn und ein Stück alpiner Verkehrsgeschichte. Vom Predigtstuhl aus gelangt man in die umliegenden Wälder. Ausgelöst durch den Klimawandel verwüsten immer häufiger Stürme den Bergwald. In den Alpen ist er aber in erster Linie Schutzwald. Er soll die Täler und damit die Menschen vor Bergrutschen schützen. Den ohnehin geschwächten Bäumen droht zusätzliche Gefahr. Durch den Borkenkäfer, der nicht nur im Tal ein Problem ist, sondern sogar in dieser Höhe. Vom Borkenkäfer befallene Bäume müssen gefällt werden, damit die Schutzfunktion des Waldes erhalten bleibt. Franz Obermeier soll das gewährleisten. Er ist Förster im Bergwald von Ruhpolding. Ich bin als Kind immer schon von unserem Nachbarn, das ist ein pensionierter Holzhauer gewesen, immer mit in den Wald genommen worden. Wenn irgendwie die Möglichkeit bestanden hat, dann hat mich der an der Hand genommen und hat mich mit in den Wald genommen und hat mir dann die Plätze gezeigt, wo er früher gearbeitet hat. Und dadurch bin ich einfach mit dem Wald bei uns verwachsen. Damit junge Bäume nachwachsen können, müssen alte gefällt werden. So schafft Franz Obermeier Licht für eine neue Waldgeneration. Obachten! Franz Obermeier ist gelernter Bankkaufmann. Seit 25 Jahren arbeitet er aber schon in seinem Traumberuf, Förster in den Alpen. Zu seinen wichtigsten Mitarbeitern gehören Pferde. Einsetzen zur Holzbringung, zur Rückung, da haben wir Kaltblutpferde. Das sind schwere, leistungsfähige Rohs. Die ziehen ungefähr einen Kubikmeter Holz raus, wenn es da hin und her geht. Das sind eigentlich unsere traditionellen Rückepferde. Und ja, es ist halt schön, wenn ich mit einem Lebewesen arbeite, und nicht nur mit großen Todi-Maschinen. Pferde der Rasse Süddeutsches Kaltblut haben die Bewirtschaftung des Bergwalds über Jahrhunderte mitgeprägt. Sie richten weniger Schaden am Boden an als Maschinen und werden nach wie vor dort eingesetzt, wo diese nicht hinkommen. Dort, wo Sturm den alten Baumbestand vernichtete, pflanzt Franz Obermeier Ahornsetzlinge an. Jetzt pass auf. Beim Aufforsten muss er vorausblickend denken. Bis diese Bäume gefällt und damit, wie es im Fachjargon heißt, geerntet werden können, vergehen rund 140 Jahre. Ein schöner Wald, den habe ich dann vor mir, wenn das ein Mischwald ist, wenn der bei uns aus Fichten, Tannen und Buchen besteht, wenn alte und junge Bäume auf der gleichen Fläche sind und wenn aber gleichzeitig auch noch Nischen da sind für alle Tiere, Pflanzen,
die in dem Wald natürlich vorkommen. Im Forstbetrieb Ruhpolding haben seltene Tierarten einen Lebensraum gefunden. Wanderfalken, Steinadler und seit einigen Jahren sogar ein Seeadlerpaar. Regelmäßig geht Förster Obermeier mit seinem Hund Silva auf die Pirsch. Die Jagdsaison beginnt ab Mai und dauert bis Januar. Gejagt werden Hirsche, Rehe und Gämsen. Bei der Jagd steht ein natürliches Gleichgewicht von Wald und Wild im Vordergrund. Also ich habe jetzt kein besonderes Vergnügen dabei, da Rehe oder Gams abzuschießen. Es ist einfach ein Teil meiner Arbeit. Es ist aber ein sehr wichtiger Teil meiner Arbeit. Denn wenn es zwei Rehe, zwei Hirsch, zwei Gams gibt, dann führt das dazu, dass die Verbissbelastung an manche Baumarten einfach wieder enorm steigt und dadurch die Bäume wieder aus dem Bergmischwald verschwinden. Also wir übernehmen da die Funktion der Großraubtiere, der Wölfe und der Bären. Ich habe von meinen Vorgängern ein Erbe übernommen und ich muss danach trachten, das Erbe zu verbessern und dann an die nächste Generation weiterzugeben. Das ist sicherlich eine große Verantwortung, aber es ist auch eine schöne Arbeit. Von Ruhpolding führt die Reise zum nahen Chiemsee. Der Chiemsee bildet das Herz des Chiemgaus. Mit einer Fläche von 82 Quadratkilometern ist er der größte See Bayerns. Entstanden ist der Chiemsee während der letzten Eiszeit. Über tausende von Jahren hinweg schüttete sie Moränenhügel auf, hinterließ fruchtbare Böden und schuf Inseln im Bayerischen Meer. Die Insel Frauenchiemsee heißt im Volksmund einfach Fraueninsel. Den Namen verdankt sie den Nonnen, die vor mehr als 1200 Jahren hier ein Kloster gründeten. Im Kloster leben und arbeiten bis heute rund 30 Benediktinerinnen. Von der Fraueninsel geht es mit einem nostalgischen Dampfer über den See. Schon im Jahr 1845 fuhr erstmals ein Schaufelraddampfer auf dem Chiemsee. Die Insel Herrenchiemsee erscheint größer und glamouröser als ihre kleine Schwester. Schloss Herrenchiemsee ließ der Märchenkönig Ludwig II. Ab 1878 errichten. Sein großes Vorbild war Schloss Versailles. Das wollte er nachbauen, mit Spiegelsaal und Paradezimmern, einem Park mit kunstvollen Sichtachsen, Blumenrabatten und Wasserspielen. Nur eben eingebettet ins liebliche Voralpenland. Das Vorhaben blieb unvollendet. Zahlreiche Seen prägen die Landschaft im Chiemgau.
Der Waldsee bei Reit im Winkel ist einer von ihnen. Er liegt direkt an der Deutschen Alpenstraße und ist ein begehrter Badesee. Teile des Ufers beheimaten geschützte Pflanzenarten. Stefanie Bauhofer kommt oft hierher auf der Suche nach Inspiration. Also wenn ich draußen in der Natur bin, dann fällt es mir einfach durch die Ruhe, durch die Umgebung, fällt es mir einfach leichter, irgendwie da kreativ zu sein und irgendwie meine Gedanken umzusetzen, die zu Papier zu bringen. Nach ihrem Abschluss an der Meisterschule für Mode in München hat sich Stefanie Bauhofer als Trachtenschneiderin selbstständig gemacht. Also ich bin halt schon mit der Tracht aufgewachsen, schon mit 5 Jahren zum Trachtenverein als kleines Kind. Und da wächst man halt einfach so rein. Und als Schneiderin finde ich es jetzt sehr wichtig, die Tracht, weil es einfach sehr viel handwerkliche Details man einfach einarbeiten kann und das sich irgendwie ergänzt. Also Tracht ist halt so ein Kleidungsstück fürs ganze Leben. Man trägt wieder Tracht. Und das nicht nur zu festlichen Anlässen. Die Kunden von Stefanie kommen aus dem Umland und legen Wert auf Qualität. Bei der Auswahl der Stoffe ist jetzt schon mal wichtig von den Trachtstoffen her, dass es Naturmaterialien sind, also Wollstoff oder Baumwollstoff. Also jetzt nicht irgendwie Polyester oder sowas sollte man eigentlich vermeiden. Und die Farben sind, wenn es jetzt direkt Trachten sind, eher gedeckt. Stefanie Bauhofer schneidert ihre Modelle nach eigenen Entwürfen, die Eleganz mit bodenständiger Lebensart verbinden und die Jung und Alt gleichermaßen ansprechen sollen. Das Faszinierende an der Arbeit ist, dass man von Anfang bis Ende halt eigentlich dabei ist, dass man von der Idee, die man im Kopf hat, die man dann umsetzt auf Papier und dass man die dann eben auch weiterführen kann im Stoff und es dann irgendwann als Kleidungsstück an einer Kundin sieht. Alleine im Chiemgau gibt es rund 150 verschiedene Trachten. Nahezu für jedes Tal eine eigene. Geht das mit der Schürze so? Ja, das geht ganz gut. Also ich finde, jetzt die Tracht vom Ort kann jetzt jemand tragen, wenn er hierher zieht und sich einfach dem Ort irgendwie verbunden fühlt. Dann ist es egal, ob er jetzt schon seit 50 Jahren hier wohnt oder erst seit einem Jahr. Wenn er sich so fühlt, dass er dazugehört oder dass er gern dazugehören will und dem Trachtenverein dazugeht, dann warum sollte er nicht die Tracht tragen? Die Tracht ist die traditionelle Kleiderordnung einer bestimmten Region. Farbe, Schnitt und oft auch die Art, wie sie zu tragen ist, sind streng geregelt. Im Gegensatz zum Dirndl, das von der ursprünglichen Dienstbotenkleidung zum Bekleidungsstück für jeden geworden ist. Während der Fronleichnamsprozession tragen die Frauen des Trachtenvereins Unterwössen ihr schwarzes Festtagsgewand. Auch als Ausdruck von Stolz und Zugehörigkeit zu dieser Region. Südlich des Chiemsees erstreckt sich ein weitläufiges Hochmoorgebiet, die Kendelmühlfilzen. Es bildete sich, als der See zunehmend verlandete. Schon immer wurde hier Torf gestochen. Es waren zuerst Bauern, die ihn als Streu und zum Heizen verwendeten. Die Torfschicht war bis zu 8 Meter dick. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurde er dann industriell abgebaut und als Brennmaterial verkauft. 1988 endete der Torfabbau. Und einige Jahre später wurden die Kendelmühlfilzen zum Naturschutzgebiet erklärt. Bei Nussdorf am Inn steht die Wallfahrtskirche Mariä Heimsuchung.
Die Einheimischen nennen sie Kirchwald. Ich gehe so gerne in den Kirchwald, weil das so ein ruhiger, harmonischer Ort ist. Es ist einfach eine Kirche mitten im Wald. Das ist dermaßen selten. Die Fassade ist ja allein schon ungewöhnlich. Eine blaue Fassade, wann findet man das schon? Katharina Meyer ist angehende Kirchenmalerin. An den ersten Tag ihrer Lehre kann sie sich noch gut erinnern. Das Gerüst hat geschwankt wie nochmal was und ich bin über dem Kirchturm gestanden und der Wind hat mir ins Gesicht geschlagen und man hat ewig weit rausgesehen in die Landschaft. Also ich meine, das sind einerseits natürlich schöne Erlebnisse, aber für jemanden, der nicht schwindelfrei ist, ist das natürlich der Horror. Aber für mich war es das Höchste. Wenn Katharina Kirchen besucht, vertieft sie sich in die Kunstwerke und versucht, sie nachzuahmen. Sie kann anhand einer Schnitzerei oder Wandmalerei die Bauepoche bestimmen. Katharina besucht die Städtische Berufsschule für Vergolder und Kirchenmaler in München, die einzige in Deutschland. Dort lernt sie auch das Restaurieren. Ich bin kein religiöser Mensch, gläubig schon. Ich glaube an die Natur und ans Leben und meistens auch an mich selbst. Aber ich glaube nicht an Gott. Aber trotzdem gehe ich gerne in die Kirchen, weil ich einfach einen Respekt vor den Gesamtkunstwerken Kirche habe. Kirchenmalerei ist ein Teil der Denkmalpflege und ein Handwerk, das Genauigkeit und Geduld erfordert. Katharina Meyer schnitzt Ornamente, kittet Skulpturen und retuschiert Wandgemälde. Ja, also eine wichtige Arbeit vom Kirchenmaler ist ja das sogenannte Befundemacher. Das heißt, man legt die Fassung bis auf die unterste Farbschicht frei, mit Hilfe von einem Skalpell und mit einer Lupe, damit man es besser sieht. Und dann schaut man, welche Pigmente verwendet worden sind, welche Bindemittel, damit man dann diese Erstfassung, wie es bei der Bauzeit war, rekonstruieren kann, möglichst genau von der Farbigkeit her und von der Technik her. Und es sieht also so aus, dass wir jetzt nicht die Vergoldung freilegen, sondern auf der bestehenden Oberfläche entstehende. Dazu benötigen Kirchenmaler nicht nur fundierte Kenntnisse über historische Techniken, Materialkunde und die Methoden des Vergoldens. Begeisterung für Kunst und Kirchengeschichte gehört auch dazu. Ja, was ich ja das Schöne finde an dem Beruf, dass man, da man ja historische Gebäude restauriert, sie natürlich auch nach die Materialien richtet, die damals verwendet worden sind. Also die haben wirklich nur aus Steine die Pigmente gemahlen und oder aus Tierhäuten einen Leim auskocht. Und wir verwenden wirklich so historische Leime. Und das gefällt mir so gut, dass das alles auf natürlicher Basis stattfindet. Knapp 400 Jahre lang lebten in Kirchwald Mönche oder Pater als Einsiedler. Der letzte verließ 2010 die Eremitage. Die nächste Etappe führt vom Chiemsee über den Wendelstein zum Tegernsee. Das Inntal ist seit jeher eine wichtige Verkehrsader. Zu Lande, zu Wasser und selbst in der Luft. Am Wendelsteinmassiv nutzen die Segelflieger die Thermik am Alpenrand.
Für Geologen ist das Massiv ein Musterbeispiel erdgeschichtlicher Entstehung. Was heute auf dem Wendelstein zu Stein erstarrt ist, war vor 250 Millionen Jahren Teil eines gigantischen Korallenriffs mit urzeitlichen Pflanzen und Tieren. Das Wendelsteinmassiv hat durch Hebung, Bruch und Verwitterung sein heutiges Aussehen bekommen. Mit einer Höhe von gut 1800 Metern ragt der Wendelstein wie ein riesiger Buckel aus den ihn umgebenden Bergen heraus. Dieser exponierten Lage verdankt er eine Reihe technischer Einrichtungen auf seinem Gipfel. Er ist der ideale Standort für Radio-, Fernseh- und Mobilfunksender. Außerdem wird hier seit 70 Jahren eine Sternwarte betrieben. Sie ist eine Außenstelle der Technischen Universität München. Dieser Koronograph zeichnet die verschiedenen Sonnenaktivitäten auf. Anfangs war Sonnenbeobachtung die Hauptaufgabe des Observatoriums. Mittlerweile widmet es sich vor allem der Erforschung der Sterne. Etwas weiter westlich liegt der Tegernsee. Genießerregion und beliebte Wohnlage für Wohlhabende und Prominente. Auf dem Weg nach Wildbad Kreuth thront Schloss Ringberg. Bauherr war von 1912 bis zu seinem Tod im Jahr 1973 Herzog Luitpold von Bayern. Er wollte hier einen neuen Familienstammsitz errichten. Da er jedoch unverheiratet blieb, hatte sich der Plan zerschlagen. Heute dient das Schloss als Tagungsstätte der Max-Planck-Gesellschaft. In Wildbad Kreuth sind die Winter kalt und schneereich. Deshalb kann Markus Grausam hier seiner Passion nachgehen, dem Naturbahnrodeln. Die Alpen und die Tegernseer Berge, die haben mich geprägt in Richtung Sport, dass man eben was in den Bergen unternimmt. Und dann letztendlich hat es auch dazu geführt, dass ich mein Hobby, das Rodeln, dann im Winter zum Beruf gemacht habe. Also das Naturbahnrodeln fasziniert mich so, weil man direkten Kontakt zum Boden hat, also zur Eisfläche. Man ist ungefähr 10 mm von der Eisfläche weg und fährt mit einer sehr hohen Geschwindigkeit von ca. 80 km/h den Berg runter. Vor 8 Jahren begann der gelernte Schreiner, sich seine Rodelschlitten selbst zu bauen. Zunächst nur für den Eigenbedarf. Mittlerweile aber hat Markus Grausam den Rodelbau professionalisiert. Er fertigt hochwertige Sport- und Freizeitrodel für Kunden aus halb Europa. Markus Grausam sucht seinen Baustoff selbst aus. Ein Teil stammt aus den Alpen. Das richtige Holz zu finden, ist eine schwierige Aufgabe. Wenn die Esche nicht elastisch ist, dann können einzelne Leisten brechen. Und dann weiß man, man hat das falsche Holz erwischt und man muss das nächste Mal wieder irgendwo anders suchen. Da spielt oft der Standpunkt des Baumes schon eine Rolle, wie elastisch die Esche ist. Auch wenn das Naturbahnrodeln ein eher rustikales Image besitzt, die Fertigung der Schlitten ist eine Wissenschaft für sich. Immer wieder erprobt Markus Grausam seine Rodel selbst und weiß so, was er noch verbessern kann. Ja, also ich kann jetzt auch nicht alle Details verraten meines Rodels. Da steckt jahrelange Entwicklung dahinter. Das kann man nicht alles verraten, das ist nämlich Betriebsgeheimnis. Und das soll es auch in Zukunft bleiben.
Markus Grausam gehört zu den erfolgreichsten deutschen Rodelathleten. In dieser Disziplin gewann er als bisher einziger Deutscher 2004 ein Weltcuprennen. Wenn man Angst hat, dann wird es gefährlich. Und Respekt sollte man haben, gerade auf dem Eis. Aber wenn man den Rodel beherrscht und den Sport allgemein im Lenken und so, dann braucht man keine Angst haben. Westlich des Tegernsees liegt das Isartal. Die Reise führt nach Lenggries. Das bayerische Oberland ist das Naherholungsgebiet der Münchner. Trotz des Tourismus ist die Natur in den Bergen weitgehend intakt geblieben. Früher durchstreifte auch größeres Wild den Bergwald. Der letzte Bär wurde Ende des 19. Jahrhunderts erlegt. Und Braunbär Bruno erkor, als er im Jahr 2006 von Italien nach Bayern stromerte, diese Region zwischen Isar und Inn zu seiner Wahlheimat. Die kleine Kurstadt Bad Tölz liegt mitten im Isartal. Durch den Salzhandel gelangte sie schon im Mittelalter zu Wohlstand. Nahe Bad Tölz lebt Katharina Neumüller. Für mich ist an der Arbeit wahnsinnig schön, dass ich jeden Tag was schaffe. Dass ich jeden Tag sehe, was ich gemacht habe. Und dass ich auch nichts Profanes mache, sondern einfach ein Instrument, was hinterher verklingt und was Menschen erfreuen kann. Katharina Neumüller führt eine Familientradition fort. Schon ihr Großvater war Geigenbauer. Mit ihrem Vater arbeitet sie im Familienbetrieb. Die Verbindung zu den Alpen ist in jedem Instrument gegeben, weil das Holz einfach immer aus den Bergen stammt. Es muss feinjährig gewachsen sein, das heißt langsam gewachsen. Und das tut es nur in den Bergen, weil es einfach kurze Sommer hat. Lange Winter und dann ist die Wachstumsperiode jedes Jahr klein. Und so entsteht dann feinjähriges Holz, das wir brauchen zum Geigenbau. 80 Arbeitsstunden benötigt sie für eine Geige. Ihre wichtigsten Instrumente dabei sind ihre Hände und ihre Ohren. Eine gute Geige zeichnet aus, dass sie einen kraftvollen, offenen, gebündelten Ton hat, den man auch noch eben in der hintersten Reihe vom Konzertsaal klar und deutlich hört. Dass man auf ihr alles spielen kann, dass sie alles wie ein Spiegel wiedergibt, was der Spieler reinstecken will an Gefühlen, an Ausdrücken. Also wenn man jetzt perfekt Geige spielen will und perfekt Geigen bauen will, das ist zu viel. Also man muss sich konzentrieren auf eine Arbeit. Aber ich denke schon, man sollte es anspielen können. Also man sollte schon schauen können, wie es klingt hinterher. Neben dem Bau von Instrumenten für Profis hat sie sich auf Kindergeigen spezialisiert und verleiht diese auch. Katharina Neumüller weiß, dass das Erlernen des Geigenspiels nicht immer einfach ist. Daher möchte sie, dass die Kinder schon von klein auf eine gut klingende und leicht spielbare Geige bekommen. Die Kinder freuen sich wahnsinnig, wenn sie ein neues Instrument kriegen. Und
das ist zum Beispiel eine Sache, die mir sehr viel Freude macht. Der Kontakt mit den Kindern in der Werkstatt und eben denen dann auch was bieten zu können, wo sie sich wirklich darauf entfalten können. Die Reise führt von Bad Tölz das Isartal entlang bis nach Lenggries. Ein fast ausgestorbenes Symboltier der Alpen ist in der Region wieder heimisch. Der Steinbock. Die Tiere halten sich in Höhen um 1800 Meter zwischen der Wald- und Eisgrenze auf. Wie hier, an der Benediktenwand. Anfang des 19. Jahrhunderts haben Wilderer und Jäger den Steinbock im gesamten Alpenraum nahezu ausgerottet. Dass seinem Blut, seinem Fell und vor allem seinem Horn Heilkräfte nachgesagt wurden, war sein Verhängnis. Dank erfolgreicher Nachzucht und Auswilderung gibt es heute in den Bayerischen Alpen wieder an die 300 Steinböcke. In den Tiefen des Karwendel entspringt einer der kältesten Flüsse Europas, die Isar. Auch im Sommer hat sie in ihrem Quellgebiet selten mehr als 5 Grad. In ihrem Oberlauf präsentiert sie sich als ein echter Wildfluss, weit zwischen Kiesbänken meandernd. Sie ist ein begehrter Platz für Angler, vor allem für Fliegenfischer. Fliegenfischen ist die Königsdisziplin des Fischens. Das Gewicht der Schnur wird genutzt, um den Köder zu transportieren. Fliegenfischer brauchen viel Platz, um ihre Ruten auszuwerfen. Um erfolgreich mit der Fliegenrute oder mit der Fliege einen Fisch zu fangen, braucht man eine gute Wurftechnik, um eben die Fliege da passend aufs Wasser aufsetzen zu lassen oder zu präsentieren. Man braucht auch eine gute Beobachtungsgabe, um beispielsweise die Fische im Wasser zu erkennen oder gute Stellen im Wasser auszumachen. Das Wasserlesen sagt man da dazu. Andreas Pfirstinger ist an der Isar aufgewachsen. Schon als Kind hat er häufig am Wasser gespielt und sich fürs Fischen begeistert. Das Fliegenfischen hat seinen Namen von der Fliege, dem künstlichen Köder, der ein ins Wasser gefallenes Insekt imitiert. Wer etwas auf sich hält, fertigt diese Köder selbst. Also beim Fliegenbinden kommt es darauf an, ein natürliches Insekt als Vorbild nachzuahmen. Da geht es aber nicht darum, dass es möglichst realistisch aussieht, sondern es ist entscheidend, dass die Silhouette stimmt. Als Bayerisch Columbia wird die Gegend hier tituliert, weil die Isar den Wildflüssen der Rocky Mountains ähnelt. Andreas Pfirstinger, der eine Fliegenfischerschule leitet, hat sein Handwerk in Montana erlernt. Sorgsam liest Andreas den Lauf des Flusses, studiert das Verhalten der Fische, wie auch das ihrer Beutetiere und kalkuliert die Drift. Jetzt haben wir sie.
Also ich habe als Fliegenfischer große Achtung vor der Natur, insbesondere natürlich vor den Fischen. Gerade hier im Oberlauf der Isar gibt es noch zahlreich verschiedene Fischarten wie den Huchen, die Bachforelle und auch die Äsche, die wunderschön sind und die hier noch wild vorkommen und sich auch noch vermehren. Und so ist es für mich natürlich das Gebot, die Fische wieder auszulassen, damit sie im Gewässer erhalten bleiben und für Nachwuchs sorgen können. Erst seit 1990 fließt die Isar hier wieder. Damals setzte ein Umweltbündnis, dem auch Andreas angehört, durch, dass nicht all ihr Wasser zum Walchensee-Kraftwerk abgeleitet wird. Seitdem verbleibt eine kleine Menge im angestammten Bett. Die Isar schlängelt sich durch die Ausläufer der Berge, bevor sie auf ihrem Weg durch München rauscht, um am Ende in die Donau einzumünden.